Türkische Geistergalerie. Ja, wir haben, glaube ich, genug Edelsteine gesammelt. Dann gucken wir doch mal, was uns hier in der Geistergalerie erwartet. Ich wollte gerade sagen, das war doch zu einfach jetzt. Ach du Scheiße. Oh, Scheiße. Lass mich in Ruhe, Buhu. Lass mich in Ruhe. So. 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 Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So. So, so, so. Wahrscheinlich muss ich irgendwie für die Aufgabe oder so, könnte ich mir vorstellen, alle Buhus töten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte sagen, mach doch mal welche kaputt hier. Wie wäre es denn damit? So, wir können jetzt hier hin. Dahin. So. Na, scheiß auf den Diamanten gerade. Geht doch einfach weg. Wie wär's denn damit? Ich wollte gerade sagen, großartig weiter komme ich hier doch jetzt gerade sowieso nicht. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Goldpilz. So. Okay, der Level ist machbar. Ich habe den dritten Diamanten. Habe ich den dritten Diamanten gesehen? Geheimen Goldpilz eingesammelt. Einen bekommen. Den zweiten haben wir wenigstens gesehen. Das versuche ich nochmal. So, und hier jetzt einfach warten, so wie ich das richtig verstanden habe, ja? Nee, kann ja nicht, das ist zu früh. Da jetzt. Aber wie komme ich da denn jetzt noch hin? So. Ah, man kann zwei Wege gehen. Ah, Ah, jetzt sind wir hier. Ah. Das ist interessant. Da muss man aber tatsächlich auch erstmal drauf kommen. Okay, jetzt muss ich es ja eigentlich nur noch bis nach oben schaffen, ne? Vor dem graut es mir. Gibt da zufällig schon irgendwo hier? Der ist an dem Turm. Da. Gott sei Dank. Ich wollte das jetzt nicht nochmal machen. Der war nämlich sobald, also der war direkt zu hören, als der Turm rausgekommen ist. Sehr schön. Haben wir ja mal wieder einen ganz vollständigen Level. Vertrackte oder vertrackte Tippsteine. Da muss man, ich wette, die Aufgabe ist, Tippsteine nur so und so oft berühren. Hey, Toadette! Das fährt hoch, das fährt zur Seite. Boah, mir könnte es tatsächlich auch nicht egaler sein, wie oft ich hier irgendwelche Tippsteine berühren darf oder nicht berühren darf. So. Haben wir den. So. Ah, ich konnte einfach reinlaufen. Das Schöne an den Dingern ist ja,
die greifen dich nicht sonst irgendwie an. Sondern die wuseln da halt einfach irgendwie nur so rum. Muss ich schauen? Wie komme ich hier weiter? Ah, warte mal. Mit den Tippsteinen nur so und so oft berühren, wird doch jetzt schon wieder schwierig. Moment, der geht hoch, wenn ich drauf drücke, ne? Ja, sehr schön. Jetzt kann ich wieder runter. Die Mechanik ist total cool gemacht. Hat es da unten gerade irgendwie geglitzert? Oh, wir haben schon alle Diamanten. Dann muss ich ja jetzt nur noch zum Sternchen kommen. So, Moment. So. Dann bin ich hier oben. Ah, ich verstehe. Kann ich hier runter, weil dann laufen die nicht ganz bis zum Ende. So, dann kann ich jetzt bis nach hier. Jetzt so mache. Dann laufen... Ah, dann kann ich vor denen her, ne? Ich wollte gerade sagen, wird eng, aber ist machbar. Jetzt kann ich einfach so. Und jetzt Tippsteine nur so und so oft berührt. Richtig? Ist grundsätzlich, glaube ich, nicht schwer, wenn man sich wirklich nur auf den Weg kommt. Nur 6-mal berührt, ja. Wir versuchen das jetzt einmal. Okay. Und schauen dann einfach mal, ob wir das hinkriegen oder nicht. Weil ich halte mich jetzt nicht noch ewig mit diesen Sonderaufgaben auf. So, wir müssen eigentlich nur... Nein, ich habe den nicht gekriegt. Schitte. So. 1-2 wäre das gewesen. War ich hier richtig? Hier muss ich gar nicht hin, ne? Nee, war total sinnlos, glaube ich. Oh Gott. Nee, dazu bin ich nicht genug in dem Level hier drin. Wir suchen gerade einfach nur den Pixel-Toad. Ich glaube, so in der Theorie ist das nicht so schwer, aber ich bin gerade noch zu unsicher, was die Steine machen. So. Herr von und zu Pixel-Toad. In welchem Loch stecken sie? Bin mir recht sicher, dass ich ihn ganz leise höre. Aber das ist auf so einer kleinen Möb auch nicht so verwunderlich, glaube ich. Hier in dem Loch? Nicht? Ich höre ihn. Da. Der ging doch. Der ging doch. So, es ärgert mich voll, dass ich Captain Toad jetzt gerade als Let's Play mache, weil ich glaube, das wäre für den Flug ganz geil.
nach, wenn ich wegfliege nächste Woche. Kunterbuntes Kastenkarussell. Ja, dann gucken wir doch mal, was das kunterbunte Kastenkarussell denn so von uns möchte. Das sieht wirklich aus wie ein kunterbuntes Kasten. Okay, hier kann ich nicht lang. Ah, oh. Ach, das dreht sich die ganze Zeit. Ah. Ich verstehe. So, hier könnte ich ja theoretisch gesehen recht einfach. Das kann ich aber hier runterlaufen. Ich glaube, solange ich in so einer Box bin, bin ich ja an sich halbwegs safe, ne? Dreht sich das dementsprechend, wie ich stehe? Ah, und jetzt könnte ich einfach darunter auf den blauen fallen. Dann hätte ich da nämlich schon mal den Diamanten. Dann warten wir doch gerade noch mal eine Runde ab. Der Level ist total schön. Oder das Level ist total schön designt. So, Nummer 1. Sehr schön. So, jetzt mal gucken, wo ich hier runterfallen muss oder nicht runterfallen muss. Ich gucke gerade mal von dieser Seite hier. Da komme ich so, wie es aussieht. Ah, doch, Moment. Wenn ich mich jetzt so hinstelle, falle ich einfach ins Nichts. Nein. Ich dachte, ich würde auf ein anderes Balkongeländer fallen. Okay, hat nicht geklappt. Alles gut. So. Dann schauen wir nochmal. Wo müssen wir denn noch hin? Wir müssen da in die mittlere Box, wo man aber eigentlich irgendwie nicht so wirklich hinkommt. Und dann müssen wir da noch auf den grünen Balkon. Oder in diese grüne Ritze. Da komme ich aus dem roten Dingen hin. So, das heißt, ich muss jetzt irgendwie in das Rote. So nicht. Vom Gelben aus? Gerade, wie komme ich in das Rote? Andersrum vielleicht. Ach so, ja, man könnte es auch einfach machen. Moment. War jetzt ein bisschen. Von hier aus komme ich da gar nicht hin, ne? Das geht nur, wenn ein Balkon mit offenem Gitter da ist, wie er hier. Oh, ist doch kacke! Ich lasse mich gleich erstmal wieder ins Gelbe fallen, glaube ich, in der nächsten Runde. Das ist kompliziert. Mein Kopf tut weh. Ich nehme gleich einfach den Stern mit. Hui. So, jetzt sind wir hier. Vom Gelben aus komme ich da nicht hin. Vom Gelben aus komme ich in das Blaue. Das ist ja auch in Ordnung. Vom Gelben aus komme ich aber auch sonst nirgendwo in diese Richtung. Weil die zu ist von der einen Seite. So. Jetzt sind wir in dem Blauen. So, vom Blauen aus komme ich hier nicht raus.
Vom Blauen komme ich wieder nur ins Gelbe. Da will ich nicht hin. Ich komme nicht in das Rote. Huch. So. Und ich komme nicht zum Stern. So, dann beobachten wir doch mal die andere Seite. Von hier aus komme ich nirgendwo hin. Von hier aus auch nicht. Nope. Ah, Moment. Ah! Ich hab's gesehen, wie ich machen muss. Der Balkon ist nämlich zu der einen Seite offen. Und dann kann ich mich hier auf das mittlere fallen lassen. So. Und jetzt falle ich runter. Was bringt mir das denn, wenn ich mich da auf das mittlere fallen lasse? Fuck! Ich muss auf die andere Seite vom... Hey, da komme ich doch von da aus hin. Warum war ich so dumm? Gut, also wir müssen ins Blaue. Also ins Gelbe erst. So. Und vom Gelben aus ins Blaue. So. 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 Oh, rot. Oh, oh, hier rein. Oh, da geht's rein. Und dann komme ich wohin? War Absicht. Komme ich hier wieder raus? Wahrscheinlich wieder durch das Loch, ne? Geht das hier? Nee. Ah, komme ich jetzt? Einfach im Kasten. Huch. Ah. Ich verstehe. So. Jetzt bin ich hier. Und komme. Nein, ich will. Hä? Ich will ja wieder raus. So, und jetzt in das Rote. Oh, fuck. Kann ich hier an der Seite. Huh, ha, huh, ha. Huh. So, jetzt muss ich an den Goldpilz aber noch rankommen. Wo war der denn jetzt drin nochmal? Da. Wie komme ich in den? Ist mir das egal, wie ich da reinkomme? Ich glaube nämlich ja. Es ist mir, glaube ich, tatsächlich egal und ich möchte einfach zurück ins Grüne. Da komme ich, glaube ich, so wieder rein, ne? Uiuiuiui. So. Bäh. Und von dem Grünen aus müsste ich doch jetzt eigentlich zum Stern kommen, oder? Ja. Wir haben die 3 Diamanten. Das ist für mich erstmal das Wichtigste. Wie gesagt, wenn ich da irgendwann mal Lust drauf habe, mache ich vielleicht noch ein Video, wo wir diese ganzen nicht erledigten Sonderaufgaben noch nachholen und schneide das dann irgendwie zusammen. Weil ich habe keine, ich habe irgendwie keine Lust, Sachen aufzunehmen, auf die ich gerade eigentlich keine Lust habe. Da ist er. Da. Da. Das ging flott. Ich weiß ganz genau, dass ich ultra frustriert wäre, wenn ich mich an diesen Sachen jetzt zu lange aufhalte, weil dann schaffe ich nichts und dann produziere ich nicht genug vor und dann habt ihr keine Videos und ich habe keine Videos und alles ist doof.